5000 Euro, wer zuletzt die Linie verlässt. 25 Teilnehmer kämpfen Tag und Nacht gegeneinander. Die Challenge beginnt jetzt. Ich bin natürlich die Nummer 1, weil ich auch die Gewinnerin sein werde. Die haben alle so krasse Sachen dabei. Ich habe hier so eine Mülltüte. Ich war gestern feiern und das ist doch der perfekte Ort, um auszukatern. Sobald man mit dem Unterkörper über der Linie ist, scheidet man aus. Ich habe ein ganzes Team hinter mir. Wir tracken jede Bewegung, damit keiner schummelt. Ich habe jetzt schon jeden Tag gefühlt nur 3 Stunden gepennt. Deswegen, ich bin jetzt schon einfach komplett tot. Eine Nacht mehr oder weniger nicht schlafen. Juckt dann auch nicht mehr. Ich habe eine coole Ausrüstung dabei. Schlafsack, Isomat, ich bin voll vorbereitet. Du bist auch schon sehr, sehr kriminell knapp drüber. Also fast ist schon vorbei. Sag dir so, wie es ist. Du musst ja auch drauf achten. Glaubst du, du kannst hier über Nacht. Safe. Was hast du? Ich habe genug Energies mit. Also deine Taktik ist durchmachen. Ja. Ich habe Angst, dass ich dann raus rolle oder so. Manche Teilnehmer sind sogar so weit gegangen, dass sie sich eigene Konstruktionen gebaut und mitgenommen haben. In der Nacht wird es bestimmt nass, deshalb haben wir hier eine Pappe, auf der wir schlafen. Das haben wir extra hier zusammengeschustert. Da legen wir uns heute Nacht rein. Das ist genau 40 cm breit. Das heißt, wenn wir hier reingehen in den Schaf, da kann man nicht irgendwie runterrollen oder so. Das Problem ist, unser Schrank ist schon kaputt gegangen, weil die Wiese so uneben ist. Und deshalb, sorry Mama. Eine Seepartie ist lustig, eine Seepartie ist schön. Und anderen Teilnehmern wie Kilian hat das nicht so gefallen. Mich nerven die Leute, die sich hier eine riesen Festung bauen. Das nervt mich übertrieben. Die Leute müssen einfach mal so wie ich auf der Linie bleiben. Darum räuchere ich die jetzt aus. Oh, das ist Böller! Ey! Der sich hier eine Festung baut, muss ausgeräuchert werden. Oh, wir sind im Stadion. Fuck, okay, das geht voll in meine Richtung. Alle Teilnehmer machten sich ihre Sitzplätze so angenehm wie möglich, wobei jeder eine andere Strategie hatte. Wir haben die Strat. Wir gehen jetzt einfach Rücken an Rücken. Bro, ich schwöre, das ist sehr geil. Weißt du, wir sitzen jetzt hier 2 Tage ab, dann nehmen wir beide das Cash mit und dann geht's nach Hause. Bei Mr. Beast hatte man wenigstens einen Kreis, wo man sich bewegen konnte. Hier ist wirklich nur das hier, das war's. Meine kleine Schwester Tiffany habe ich heute auch dabei, die ist viel weiter da vorne auf der Linie. Ich würde gerne wissen, wie es der so geht, weil ich glaube, die kennt hier niemanden. Wir werden jetzt hier die Matte ausbreiten auf der Linie. Wir müssen jetzt mal gucken, ob das hier hinhaut. Ich bin noch drauf, alles gut. Genauso breit wie die Linie. Das geht nicht, wie willst du hier schlafen? Ja, das ist wirklich wie gerade so, ne? Schau einfach drauf, dass die Leute alle nach einpennen und dann helfe ich dir ein bisschen rauszurollen und dann wird der Sieg. Auf einmal kam es zu einem heftigen Regen- und Windböen, was den Teilnehmern gar nicht gelegen kam. Die Wolken sind tatsächlich jetzt hier. Er packt den Regenschirm auf. Digga, das Wetter wird gottlos. Also so habe ich mir jetzt das Ganze nicht vorgestellt. Ich friere mir gerade voll einen ab. Und nein, also jetzt mal auf Ernst, Digga. So Regen. Guck mal, wie es da aussieht da hinten. Alles ist nass unter uns. Ich hab keinen Bock mehr, ich bin nass. Hier, meine Jacke ist schon komplett durchnässt. Leute, es ist soweit. Nach 1,5 Stunden haben wir die erste Person, die rausgehen möchte. Geh nicht alleine, ich brauche jemanden. Ich melde mich freiwillig. Komplett voll geperlt mit Wasser. Alles ist nass. Es hat schon eine halbe Stunde hier geregnet. 3, 2, 1. Die nächste Person hat sich direkt im Anschluss gemeldet. Du möchtest raus? Ja, mir reicht. Ich bin nass. Ich will feiern gehen. Okay, komm, geh feiern, Digga. Trotz des Regens wurde natürlich Abendessen vorbereitet. Also für diesen Aufwand und diesen totalen Krisendreh, lass schon mal ein Abo da, ist ein riesiger Aufwand. Kuss geht raus. Habt ihr Bock auf Essen? Ja! Es gibt einen kleinen Plot-Twist. Jeder mit einer ungeraden Zahl kriegt Essen. Die anderen nicht. Du kriegst Essen. Du nicht. Was bist du? 5 kriegt? Ja! Oh, ja, Essen! Geil. 5 kriegt Essen? Ja! Wie ist es, kein Essen zu bekommen? Scheiße! So, die 11 kriegt Essen. Und jeder mit einer geraden Zahl bekommt Wasser. Ich krieg jetzt die Toilette. Das ist das Geilste auf der Welt, denn es geht nicht, Leute. Ich bin komplett durchnässt. Ich möchte 30 Minuten auf dem Pott sitzen und einfach mal regenfrei sein, weißt du? Sag ehrlich, ist strong die Idee. Es ist crazy, dude. Kilian, du bist smart. Kilian muss auf Toilette. Daran wird natürlich auch gedacht. Das ist das Klo. Digga. Bitteschön, viel Spaß, Kilian. Der Plan ist perfekt. Ich sitze auf dem Pott drauf, das ist das Geilste. Ich habe Regenschutz und das nutze ich jetzt. An der Stelle kommentiert ihr schon mal, was ihr denkt, wer von den Teilnehmern gewinnen wird. Es wird noch richtig crazy, denn das ist erst der Anfang. Komm rein, mein Bester. Oh Gott. Digga, ihr seid beide drin, geht da raus. Nein! Die Teilnehmer mussten sich vor dem Regen schützen und haben teilweise echt verrückte Strategien angewendet, um irgendwie trocken aus der Situation zu kommen. Wobei der Regen auch den ersten Beef mit sich brachte. Ey, Dima, geile Chips, Bruder. Wenn er die mir geklaut hat, ich schwör's dir dann. Ist er draußen? Ich schmeiß ihn runter. Gib mir meine Chips und alles ist cool. Sonst landest du da draußen. Schnick, schnack, schnuck, wer rausgeht. Bis 3. Oh shit, okay, warte, ich geh in die Mitte. Schnick, schnack, schnuck. Okay, 1-0. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Raus mit dir, Dima! Dima, du hast gerade 5000 Euro wegen Schnick, Schnack, Schnuck verloren. Ich bin sprachlos. Doch das hat Dimas Freundin nicht gefallen. Ich darf Leute schubsen, ne? Du darfst Leute schubsen. Ich muss so laufen. Oh shit!
Oh mein Gott! Hä, du gehst auch raus? Es sind drei Leute ausgeschieden. Komplett crazy, was hier abgeht. Während die einen etwas für ihren Kopf taten, um sich die Zeit zu vertreiben. Also unser Körper ist jetzt wohlgenährt. Wir sitzen, uns geht's gut. Doch jetzt müssen wir auch natürlich unseren Kopf nähren. Und deswegen haben wir hier so ein IQ-Spiel dabei. Und falls wir damit auch zu schnell durch sind, habe ich hier noch eine größere Herausforderung dabei. Und zwar ein Peppa-Pig-Puzzle. Machten sich andere Lagerfeuer, um die Hände zu wärmen. Digga, Leute, das geht so weit. Ihr könnt nicht so ein großes Feuer machen. Nein, Digga, ich brenne. Digga, ihr könnt nicht so ein großes Lagerfeuer machen. Es haben einige Leute mittlerweile die Linie verlassen. Es hat sich ein großes Loch auf der Linie gebildet. Und deshalb würde ich sagen, es ist Zeit, die Linie zu verkürzen. Was? Warum verkürzt ihr denn jetzt? Es ist ja einfach Gruppenkuscheln hier. Was ist denn das jetzt hier? Ich würde euch dann bitten, einmal rüber zu gehen. Ab hier ist das neue Linienende. Ich habe ja eigentlich geplant, hier im Schlafsack auf dem Boden zu pennen. Digga, soll ich hier im Stehen pennen oder was? Geh da jetzt hin, sonst bist du von der Linie. Jetzt wird's kuschelig. Mit der Nacht kam die Kälte und so gezwungenermaßen weitere Teilnehmer, die abbrechen wollten. Es sind nur noch 13 Leute im Spiel. Die Linie wird immer kürzer. An der Stelle liked schon mal dieses Video und abonniert diesen Kanal. Das ist das krasseste Projekt, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Die Nachbarskinder bekamen von der Challenge mit und brachten netterweise einigen Teilnehmern gebackene Pizza mit und andere bestellten per Lieferando. Du hast die Pizza bestellt, aber ich muss sie abholen. Deshalb kriegst du sie nur, wenn du jetzt Schnick, Schnack, Schnuck gewinnst. Bis eins. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, stark. Damit hast du die Pizza. Ja! Wir haben Pizzabrötchen bestellt und wir haben ein Pizzabrötchen bekommen. Was ist das denn? Und dann kam der Morgen. Es ist der nächste Morgen, es haben alle überlebt, es ist keiner in der Nacht von der Linie gegangen. Wahre Macher, lass dafür auf jeden Fall mein Like da. Wir haben jetzt Morgen. Mir ist arschkalt, ich bin hier im Schlafsack am Stehen. Ey, ich kann nicht mehr. Mir tut alles weh. Hä? Also, wie die Nacht war? Wie, welche Nacht? Digga, ich hab... 20 Minuten geschlafen. Oh Gott, ich sehe so fertig aus. Ich habe eigentlich ziemlich gut geschlafen. Was mir am meisten fehlt, ist mein Gaming-PC. Natürlich gab es wieder Frühstück, doch viel interessanter war die Frage, was würden die Teilnehmer überhaupt mit den 5000 Euro machen? Irgend so ein Lebensvorrat an... Ravioli. Ja. Also einerseits würde ich mir safe irgendwas holen, so was ich gerade so brauche, so, ne? Und andererseits würde ich meinen Eltern was abgeben. Oh, das ist cute. Keine Ahnung, so, ich mag sowieso irgendwie anderen auch was zu geben, deswegen so. Ich werde mir ein Auto holen. Ich würde mir mehr iCloud-Speicher holen. Das ist wieder voll. Ich sehe, euch ist ziemlich langweilig auf der Linie. Es sind immer noch 13 Leute drin und deshalb stehen alle Teilnehmer jetzt nur noch auf einem Bein, bis eine Person davon rausfliegt. Let's go! Oh, 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 er wackelt schon. Ich überlege auch gerade, ob ich jetzt mein Bein irgendwie so anschnüre an meinen anderen Füßen oder sowas, so, dass es einfach nicht passieren kann. Aber das ist dumm, weil fast wird das Gleiche nicht verlieren. Da musst du doch irgendwie so ausrechnen. Der erste ist raus, Niklas. Du hast es leider nicht geschafft. Schade, passiert. Die Challenge geht weiter. Damit ihr hier nicht komplett abbaut, machen wir jetzt ein bisschen Sport. Ja. Yeah. Yeah. Ordentlich ausgeführte Squats sehen. Das geht noch tiefer. Let's go, Jim Buddy. Was ist das denn? Ja, sehr schön macht ihr das. Alter, fressen, ihr seid alle Lappen. Hüpfen, was ist das? Gesagt, dass ihr aufhören könnt. Ihr stellt euch jetzt alle auf ein Bein und schließt die Augen dabei. Kenny, du bist leider während der Challenge rausgeflogen, aber du hast es stark gemacht. Danke dir. Top 12. Einer muss noch rausfliegen und dann sind alle anderen safe. Kenny hat mir gerade richtig leid. War ganz okay. Fast auch verkackt, aber... Katharina hatte noch eine OP an ihrem Fuß. War auch ein bisschen schwierig, damit Sport zu machen. Das sah so scheiße aus. Es tut mir leid. Und wie immer gab es auch Mittagessen. Scheiß auf Läufe. Komm mal, wir machen es einfach so. Und... Ich habe die halbe Dose gegessen, weil da steht drauf, ist gut für die geistige Entwicklung und da brauche ich eine ganze Menge. Das sieht sehr ekelhaft aus, deswegen habe ich das nicht gegessen. Die Teilnehmer sind alle glücklich untereinander. Alle freuen sich, alle haben Spaß. Es ist Zeit für ein bisschen Chaos und Streit zu sorgen. Jede Person wird jetzt eine andere Person über das Handy rausvoten. Die Person, die meisten Votes bekommt, verlässt endgültig die Linie. Oh Gott, jetzt habe ich Angst. Ich habe auch Angst. Ich habe gar keine Ahnung, was ist passiert. Wir voten irgendwie von da hinten raus. Wir haben eine Gruppe gebildet, was es einfacher macht. Wir haben alle die gleiche Person gewählt, weshalb wir sicher gehen können, dass wir nicht rausfliegen. Ich finde es komplett unangenehm, weil das Ding ist, mit denen da hinten haben wir halt gar nichts zu tun gehabt. Und das fühlt sich so falsch an, einfach so auf blind. Deswegen, ich glaube, ich mache das so auf übel blind, dass ich quasi nicht mal irgendwie die Wahl habe, dass ich einfach, ich sag einfach so, der führte von links. Voll schlau. Von links und ich weiß nicht, wer das ist. Ich habe wirklich keine Ahnung, deswegen. Ey, ich habe gerade richtig Angst, Digga. Für diese Aufgabe ist es extrem wichtig, dass man sich vorher ein gutes Image aufgebaut hat, also sich irgendwie mit allen verstanden hat. Robby, du hattest eine Stimme. Max, du hattest auch eine Stimme. Patrick, du hattest drei Stimmen. Ja. Kati, sechs Stimmen. Kati, du bist raus. Was?
Digga, was? Die ist aus unserem Team. Oh, ich bin jetzt eh schon drüber. Schade. Ja, alles gut. Ich habe nicht für dich gewotet. Die Top 10 steht fest und wird im nächsten Part der Miniserie um die 5000 Euro weiterkämpfen. Der nächste Part kommt nächste Woche online, also abonniert, um das nicht zu verpassen. Ihr dürft die Linie nach 24 Stunden verlassen. Ja, ja, ja.